Hermann Spittendorf, Kolle Evisia, herzlich willkommen in unserem Eismann-Magazin. In den ersten Mai-Tagen 2015 gab es in Polen mehrere interessante Sonderveranstaltungen für Eisenbahner. Da war einmal zum ersten Mal in Jaworzyna Śląska, zu Deutsch Königszelt in Niederschlesien, ein sogenanntes Dieselfest zu besuchen, also eine Sonderveranstaltung für Diesellokomotiven etwas älterer Herkunft. Von Jaworzyna fuhr auch ein Dampflok-Sonderzug mit DKT 48 nach Wolsztyn, dem traditionellen Ort der europaweit bekannten Dampflokparaden. Leider war es dort diesmal ziemlich schlecht besucht. Es war nämlich wieder mal durch Druck offenbar der Stadt Wolsztyn dem Veranstalter PKP Cargo auferlegt worden, die ersten Maitage für die Veranstaltung zu nehmen, anstatt wie früher immer Ende April. Zum ersten Maitagen fahren keine deutschen Dampfloks als Gäste nach Polen, weil sie zu Hause selber zu tun haben. Außerdem klagten deutsche Dampflokveranstalter über die inzwischen sehr hohen An- und Abreisepreise für die Benutzung der polnischen Eisenbahntrassen. Leider hat auch da PKP Cargo offenbar keine Lösung für gefunden, sodass es nur 4 polnische Dampfloks gab, diesmal auch keine Tschechen. Und von den 4 ging nur eine kaputt. Sehr traurig im Prinzip, dass dieses bisher europäische Mekka für Dampflokfreunde nun doch in seiner Rolle stark herunter sinkt. Deswegen war es umso erfreulicher, dass auf den Schmalspurgleisen in Żnin diesmal sogar 5 Dampfloks unter Dampf standen, und zwar die Straße Żnin-Venezia. Gonsawa wurde noch zu preußischen Zeiten errichtet. Das liegt etwa im Nordwesten von Poznan-Posen gesehen in Richtung Bydgoszcz-Brombach. Und von diesem Sonderfest der Schmalspurbahn in Żnin wollen wir heute berichten. Viel Spaß. Meiner Meinung nach verdient es dieser Ort, dass hierhin so viele wie möglich Dampfloks und Dieselloks zu Besuch kommen. Das waren Tage voller Emotionen. Als in Żnin das Maifest mit Dampfloks zu Ende ging, konnte Kleinbahndirektor Wozniak sich endlich einmal entspannen. Ich finde, die Veranstaltung war überaus gelungen. Und ich hoffe, dass das der fantastische Beginn zu zukünftigen weiteren solchen Bahnfesten war. Die Fahrt der Fahrzeuge auf einem normalerweise geschlossenen Nebengleis entlang des kleinen Żniner Sees elektrisierte die Einwohner dieser Stadt. In Scharen kamen sie, um diese Lokomotiven zum Anfassen zu bestaunen. Klar, bis nach Wolsztyn ist es noch ein weiter Weg. Das ist schließlich für Bahnfreunde eine Pflichtveranstaltung mit Tausenden von Gästen. Der Direktor der Żniner Kreisbahn zog bescheiden den Hut vor der verdienten Traditionsveranstaltung in Wolsztyn, die seit Jahren als Synonym für Polens museales und touristisches Eisenbahnwesen steht. Aber der Stern von Wolsztyn verblasst, ob all der organisatorischen Probleme immer mehr. Dafür wächst Żnin an Bedeutung. Die Żniner Lokparade war ein echter Publikumsmagnet. Bei einzelnen Programmteilen hatten wir einige hundert Besucher. Aber als wir die Parade der Lokomotiven am Żniner See organisierten, wo wir erstmals seit über 10 Jahren einen neuen Streckenabschnitt einrichteten. Was heißt neuer? Ein alter Abschnitt, aber der war wirklich viele Jahre lang nicht mehr befahren worden. Dort gab es ein richtiges Publikumsgedränge. Es waren sicher über 1000 Personen. Alle wollten die Dampfloks anfassen. Sie freuten sich, riefen und applaudierten. Die Lokparade in Żnin kam deshalb so gut an, weil sie genau das zeigte, was das Wort ankündigt. Mit lauten Pfeifenklängen vorbei paradierende Lokomotiven. Im normalspurigen Wolsztyn stehen die Lokomotiven immer mehr hinten an. So wurde im letzten Jahr angeblich der längste Dampfzug aus Kuchen gebacken. Ein krasser Betrug, entdeckte unser Kameramann. Dampflok und Personenwagen entpuppten sich als klägliche Sperrholzelemente, auf die ein Zuckerbäcker bunte Sahne spritzte. Von solchem Laientheater wendet sich nicht nur ein Bahnfreund mit Grauen ab. Dieses Jahr warb Wolsztyn mit dem Bau einer Dampflok aus Legosteinen. Unsere Redaktion liebt Legosteine, aber bei allem Respekt, echte Dampfloks sind uns lieber. Da helfen auch keine Schalmeienkapellen und großen Luftballons. In Wolsztyn scheint derzeit die Luft raus. Nicht zuletzt sicher wegen der immer teurer werdenden polnischen Trassenpreise für An- und Abreise eventueller Gastdampfloks.
Warum kann Gastgeber PKP Cargo bei seinen Trassenkollegen keinen Sonderrabatt für deutsche oder tschechische Gastloks aushandeln, die schließlich in Polen für die Staatsbahn PKP Werbung machen sollen? In Żnin jedenfalls überließ der Gastgeber seine Gäste nicht ihrem Schicksal. Er übernahm einen Teil der Kosten, sei es bei Kranmieten, sei es bei Hotel oder Verpflegung. Die ausländischen Gäste dankten es ihm und kündigten an, gerne wiederzukommen. Die Veranstaltung in Żnin fand vom 1. bis 3. Mai statt. Die Vorbereitungen begannen natürlich erheblich früher. Auch die Gastloks kamen Tage vorher an, um sie solide auf den Dienst auf unbekannten Gleisen vorzubereiten. Hauptpartner der Żniner Kreisbahn war der deutsche Bahnenthusiast Peter Erk, Betreiber der Briezer Parkbahn in Berlin und der Schortefeldbahn in Ilmenau. Seine Dampflok des Typs LAS und die ortsansässige Dampflok der Baureihe BX38 mit dem Beinamen Leon gehörten zu den Hauptattraktionen des Festes. Zum ersten Mal kam aus Deutschland eine Dampflok des Typs Riesa der Kasseler Henschel-Werke zu Gast. Während der Nazi-Okkupation Polens im Zweiten Weltkrieg wurden Dampfloks dieses Typs auch in der polnischen Lokfabrik in Scharnów gebaut. Nach dem Krieg baute dieser Betrieb etwa 120 weitere Exemplare, jetzt unter dem Namen Risch. In demselben Zeitraum entstanden in Scharnów etwa 650 Exemplare der dreiachsigen Dampfloks des Types LAS als Weiterentwicklung derselben Konstruktion. Die Żniner Gastriesa entstand 1948. Sie gehört dem mit Peter Erk befreundeten Bahnenthusiasten Ludger Gutwein. Normalerweise kursiert sie in Klütz und beim Mecklenburgischen Bahnverein MPSB, der auch das Lokpersonal stellte. Ein anderer Bahngast war diese deutsche Diesellokomotive aus der Fabrik Jung. Sie war schon in Białostocie zu sehen gewesen. Dieses Mal entschied der Eigentümer, mit ihr die Bahn von Żnin zu besuchen. In der Lokwerkstatt in Żnin wartete auf die Gäste schon die Kohle. Das Lokanheizen verlangt Geduld. Es dauert bis zu 4 Stunden, um den Kessel nicht zu beschädigen. In der Wartezeit können Schmier- und Reinigungsarbeiten oder kleinere Reparaturen stattfinden. Weitere Gäste des Żniner Festes waren, zu sehen rechts im Bild, Peter Erks Diesellok der Baureihe NS3. Und eine Dampflok von O&K, also Ohrenstein und Koppel. Beide Lokomotiven zeigten sich schon früher bei Veranstaltungen in Białostocie. Wie zuvor wurde die O&K-Dampflok durch ihren Eigentümer Daniel Bär und seine Söhne Lukas und Matteo betreut. Am ersten Festivaltag war die Dampflok Leon als erste zur Abfahrt bereit. Vor der Ausfahrt wurden auf dem BW-Gelände Rangierfahrten durchgeführt. Thank you.
Das ist die vom französischen Hersteller Decaville stammende Dampflok, die aus Frankfurt am Main anreiste. Nach dem letztjährigen Besuch im Jaworzno-Stadion war das die zweite Visite dieses Veterans in Polen. Lokpersonal waren ihr Eigentümer Rüdiger Fach und sein Sohn Felix. Zum Einheizen benutzten sie Holz. In den Säcken in der Halle war hingegen Kohle. Eine bequeme Art, Kohle an die Trasse zu bringen, wo immer Bedarf bestehen sollte. Einen großen Teil der Aufnahmen unseres Films führte unser Berliner Kollege Franz Sonck durch. Wie bewertet er die Attraktivität der Stiner Kreisbahn? Allgemein ist es sehr gut abgelaufen mit den vielen Fahrzeugen, die sie haben und diese 5 Dampfloks. Das war eigentlich eine tolle Veranstaltung für die ganzen Filmer und Fotografen und so weiter. Alles Wetter hat zum Glück auch mitgespielt, bis auf den ersten Tag. Aber sonst war das eine sehr gelungene Anstalt und die haben alle sich Mühe gegeben. Dem muss ich sagen, ist sehr vielfältig, landschaftlich ist es hier sehr reizvoll. Man hat ja hier diese Seenlandschaft und so weiter und dann diese Orte und dann nicht alles Flachland. Das ist sehr hügelig teilweise und das ist einwandfrei die Auswahl. Besser kann man sich das ja nicht wünschen für da. Man kann wirklich die ganze Strecke ganz gut gezielt abfahren und alles raussuchen, als wenn man da eine 40 Kilometer Strecke hat. Da ist natürlich ein bisschen schwieriger, ja. Aber hier ist es ein bisschen übersichtlich gewesen und das ist eigentlich, fand ich, recht gut. Der erste Festivaltag war verregnet. Dennoch verschenkte Franz keine Zeit. Innerhalb von 3 Tagen legte er entlang der Bahnstrecke 128 Kilometer zurück, immer auf der Suche nach dem besten Blickpunkt auf die Züge. Dabei musste er aufpassen, dass nicht andere Fotografen im Bild auftauchten. Bahnfotografie ist Schwerstarbeit. Die Belegschaft der Dampflok Riesa hatte früher schon Polen besucht, aber bisher nur touristisch. Dieses BW Wolstein, dort waren wir öfter und haben auch schon in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, polnische Schmalspurbahn besucht und waren von der Urigkeit eigentlich fasziniert. Aber diese Sache hier nochmal in Betrieb zu sehen mit den vorhandenen Bahnanlagen ist wirklich in der heutigen Zeit eigentlich einmalig. Auf halbem Weg zwischen Żnin und Gąsava befindet sich das Schmalspurmuseum von Venezia. Auf die Veranstaltungsgäste warteten Verkaufsstände mit Speisen vom Grill, Getränken und Spielzeug. Gut, dass es nicht alle Festivaltage regnete.
man kann überall die Geschichte spüren. Auch mit dem Personal ist ein einwandfrei zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass so eine Veranstaltung öfter stattfindet und auch bei der breiten Bevölkerung Anklang findet. In den letzten Monaten war beim Museum in Venezia ein neuer Bahnsteig errichtet worden. Die Reisenden konnten bequem ein- und aussteigen. Das kürzlich am neuen Eingang zum Museum erbaute Bahnhotel bestand ebenfalls seine Feuerprobe. Es wird von den Touristen angenommen. Von den Zimmern im ersten Stock hat man einen tollen Blick auf das gesamte Museumsgelände mitsamt der Bahn. Das Hostel in Venezia hatte seine ersten Gäste seit Februar dieses Jahres. Die formelle Eröffnung fand im April statt. Es gibt keinen Tag ohne Übernachtungen. Alle Gäste sind sehr zufrieden und loben die besondere Eisenbahnatmosphäre. Ich hoffe mal, dass das ein Lob ist. In Polen weckt ja die Eisenbahn wegen ihres niedrigen Niveaus normalerweise wenig positive Gefühle. Umso mehr freue ich mich, dass unsere Information immer mehr Personen erreicht, obwohl wir für echte Promotion-Aktionen kein Geld haben. Es kommen immer mehr Gäste aus Polen und auch aus Deutschland. Ich hoffe also, dass dieser Sommer für uns sehr gut verläuft und dass das Hostel in Venezia in allen Notizheften der Bahnfreunde seinen dauerhaften Platz findet als Übernachtungsadresse bei unserer Eisenbahn. Auf dem BW-Gelände baten wir den Schliner Partner Peter Erck um eine Zusammenfassung der Veranstaltung. Gut, man sieht es immer erst, wenn man sagt, wenn der Betrieb stattfindet. Wie gesagt, es sind ein paar Sachen, die noch geändert werden müssen. Aber ich denke mal, beim nächsten Treffen in dieser Größenordnung, wie man sagt, wird das auch besser funktionieren. Es sollen auch unterwegs die ganzen Ausweichgleise noch instand gesetzt werden, dass man also auch noch auf der Strecke mehrere Möglichkeiten hat, zu kreuzen. Und dann gibt es eigentlich keine Probleme. Derzeit wird schon ein weiteres Projekt realisiert. Es ist jetzt geplant, dass die BX Polen das erste Mal für längere Zeit verlässt. Sie macht in Deutschland eine Rundreise auf drei verschiedenen Bahnen. Und mit diesen Bahnen ist auch wieder Zusammenarbeit geplant. Und es ist auch wieder für das nächste Festival oder für das nächste Treffen hier geplant, von diesen Leuten auch wieder Lokomotiven zu kommen, dass hier also nächstes Jahr noch mehr Dampflokomotiven vorhanden sein werden. Und BX ist ja, wie gesagt, geht nach diesem Treffen wieder nach Polen zurück. Und es ist noch geplant, im Oktober die Lok noch in Frankreich einzusetzen. Dieser blaue Diesellok der Baureihe V10C gehört ebenfalls Peter Erck. Gut möglich, dass die Bahn in Schmien sich bald auch ein Exemplar dieser Baureihe zulegt. Nach dem kürzlichen Auftritt der Schliner Dampflok BX38 Mitte Mai in Frankfurt am Main wird diese Dampflok am 2. Juni-Wochenende bei der Parkeisenbahn in Berlin-Wuhlheide gastieren. Der jüngste Heizer in Schnien war erst 7 Jahre alt. Da ist der Dreck rauskehren, die Kohle holen, Holz holen. Und gestern ist hier im Holzschuppen, da haben wir einen Holzstapel leer gemacht, da war auch nicht mal viel drauf. Und ja. Dampfloks sind einfach toll, findet Matteo. Er kennt sich auch mit dem Schmieren von Waggon-Achslagern aus. Unten am Abgang, da sind solche Kästen, da kommt das Öl rein. Und wenn wir
die Achsen Öl brauchen, dann fließt das halt zu den Achsen. Der Docht, der ist dazu da, dass in kleinen Mengen zu den Achsen das Öl übertragen wird. Das ist so wie ein Pinsel, der dann immer die Achsen ölt. Die Dampflok Orenstein und Koppel ist bereit zur Abfahrt und wir fahren mit. Auf der rechten Seite der Strecke zeigt sich der Venetiasee. Wir fahren in die Station Venetia Schmalspurmuseum ein. In näherer Zukunft soll das rechts liegende Gleis mit dem Hauptgleis der Strecke verbunden werden. Vielleicht werden also bald Dampfzüge das gesamte Museumsgelände durchfahren. An der Ausweichstelle gleich hinter dem Museum fragen wir die Lokführer aus Białoruśliwie nach den Vorbereitungen der für die letzten Junitage geplanten 120-Jahresfeier ihrer Schmalspurbahn. Momentan machen wir die Gleise frei. Und das ist viel harte Arbeit, die Sträucher freischneiden und so. Sehr harte Arbeit. Heute sind die Kollegen auch wieder auf der Strecke am Arbeiten. Na, mal sehen, wie das wird. Aber es sieht gut aus. Ja, es wird schon klappen. Bis Ende Mai sollte die gesamte Strecke befahrbar sein. Dann also bis bald in Białoruśliwie. Ja, in Białoruśliwie. Abendliche Nacht mit den Dampfloks tauchte das Museum in ein zauberhaft magisches Klima. Am nächsten Tag trafen wir einen polnischen Zuschauer unseres Programms, der sich freute, weil er einmal an einer Promotion-Aktion von Kolewizja teilgenommen hatte. Ich habe dabei ein Basecap mit eurem Logo gewonnen. Nochmals vielen Dank. Die Eigentümer der Dampfloks O&K und Dickerville entschieden sich spontan, ihre Garnituren zu koppeln. So entstand ein Zug mit Dampfdoppeltraktion. We'll be right back.
Der Zug kehrt nach Schnien zurück. Wir wünschen dieser tollen Bahn noch viele weitere ähnlich gelungene Veranstaltungen. Das ist alles für heute in unserem Magazin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.